ein Zimmerwunsch, dass das eine Bett nicht auseinandersteht, sondern vielleicht dann doch zusammengeschoben ist, weil die einen oder anderen dann vielleicht in der Nacht gerne kuscheln oder noch ein bisschen mehr Liegefläche brauchen. Das ist auf jeden Fall, zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Herzlich willkommen zum Brückengeflüster und wir haben mal wieder ein kleines Jubiläum. Die 160. Folge ist heute und in der sprechen mein Kollege Benjamin Kraus und ich, Susanne Vetter, gleich mit drei Gästen. Hier bei uns im Studio sind der Außenverteidiger des VfL Osnabrück, Florian Kleinhansel, und der Teammanager des VfL, René Flägel. Und dazu schalten wir auch gleich noch in ein paar Minuten den Präsidenten des VfV Borussia 06 Hildesheim, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, nichts vergessen, Michael Salge. Mit dem wollen wir auf das NFV-Pokal-Viertelfinale an diesem Mittwoch blicken, wo der VfL dann antritt. Aber vorab erst der Blick zurück auf die Partie am Wochenende, 1:1 beim SC Freiburg. Ja, nach dem späten Gegentor kann man sagen, Florian, der Punkt, den ihr da mitgenommen habt, ist ganz okay, oder? Ja, ich denke auf jeden Fall ein Punkt in Freiburg. Es ist nicht so einfach zu holen. Ich glaube, deswegen, wir können schon ganz, ganz gut damit leben jetzt. Vielleicht nach den letzten Wochen hätte man gesagt, so ein Dreier wäre schön gewesen, aber so im Nachhinein muss man sagen, den Punkt nehmen wir auch mit. Wie sehr war denn eigentlich noch das Spiel aus dem letzten Jahr im Hinterkopf? Weil das war ja schon eine, ja, so eine richtig derbe Niederlage, also hoch mit 1-4. Ja. Und da muss man ja auch sagen, das war in der Höhe damals von Leistungsunterschied, weil die da richtig gut waren und ihr halt nicht so gut drauf wart, schon verdient, ne? Ja, also ich glaube, wir sind da schon mit einer gehörigen Portion auch Respekt hingefahren. Also wir wussten, dass da eine richtig gute Mannschaft auf uns zutritt. Und hat man natürlich noch irgendwo im Kopf. Natürlich auch neue Trainer, neue Mannschaft. Also so in der Mannschaft war es jetzt nicht so präsent, aber ich glaube, die Spieler, die dort letztes Jahr gespielt haben, die wussten schon, was auf einen zukommt. Mhm. Seid gut reingekommen. Ganz am Anfang könnt ihr gleich ein Tor machen. Den beiden hohen Bällen, die beide gefährlich geworden sind. Ne? Dann ist es ausgeglichen geworden. Wie hast du dich im Spiel so gefühlt? Also wir haben vorher gesagt, so, boah, das wird richtig schwer, aber so nach 15, 20 Minuten hatten auch wir auf der Tribüne so das Gefühl, ey, geht schon was. Ja, ich glaube, da haben wir uns relativ ähnlich gefühlt. Ich glaube, wir hatten am Anfang gerade mit dem, ich glaube, Eule spielt den langen Ball, hatten wir eine große Möglichkeit, dann noch Chancen, einen Abschluss. Ja, und dann sind wir, ja, es hat so eine Phase, ich glaube, 5 bis 20 Minuten, haben uns ein bisschen schwer getan, viel hinterhergelaufen. Ja, wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen, haben dann, glaube ich, auch gegen Ende der ersten Halbzeit auch wieder eine Phase, wo wir besser waren, so eine kleine Drangphase gehabt, irgendwie ein paar Standards gehabt. Und ja, so kamen wir eigentlich gut ins Spiel wieder oder gut zur Halbzeit rein und dann wieder nicht so gut aus der Halbzeit raus und wurde dann am Ende eigentlich auch besser. Ja, das Gegentor fällt dann eigentlich zum ungünstigen Zeitpunkt. So ein bisschen hatten wir das Gefühl, war auch der Grund, warum ihr dann besser reingekommen seid, die Umstellung, dass man Lukas Kunzel nach vorne gezogen hat. Ne? Das hat dann ja, extrem auf den Sechser da drauf geschoben und hat, auch noch. Ich glaube, so haben wir mehr Druck auf den Spielaufbau bekommen, konnte der Sechser nicht ganz so, ganz so befreit die Bälle links und rechts rausspielen. Das war dann schon gut, hat gut funktioniert. Und er selbst hat auch noch ein bisschen vorne Druck mitmachen können. Ja, ne? Doch, ja. Lukas hat auch Potenzial nach vorne und dann darf er das mal auch ausleben. René, wie hast du das Spiel gesehen? Immer spannend gewesen, immer knapp und dann fällt aber doch kurz vor Schluss halt ein Gegentor, wo man sich dann ja auch schon denkt, Alter, wie erlebt man das dann als Teammanager so mit? Auf der Bank bist du ja dann, ne? Ja, genau. Ich bin auf der Bank und normalerweise ist das natürlich dann auch nicht meine Aufgabe, da über das Sportliche zu urteilen. Aber man ist natürlich immer dabei. Und privat gebe ich dann gerne auch meinen Senf dazu. In der Öffentlichkeit dann eher nicht. Aber ja, ich teile Flo's Meinung. Ich fand auch, dass man nach dem Spielverlauf mit dem 0-1 Rückstand dann zufrieden sein kann mit dem Punkt. Aber von außen hatte man doch auch immer das Gefühl, okay, es geht noch mehr durch die Chance von Felix in der ersten Halbzeit. Die Chance von Robby in der zweiten Halbzeit, ein, zwei Mal auch Situationen im letzten Drittel, wo man sagt, okay, ein bisschen mehr Zielstrebigkeiten, vielleicht ein sauberer erster Kontakt und dann kann das wirklich sehr gefährlich werden. Deswegen von außen wäre mehr drin gewesen, aber ich glaube, Flo hat es gesagt, ist eine richtig gute Mannschaft mit wahrscheinlich einem erstligatauglichen Sturm von Beginn an mit Höhler und Vermey und da können wir auf jeden Fall mit dem Punkt auswärts in Freiburg leben. Wie ist das denn, wenn man so als Teammanager draußen steht? Da muss man ja auch die Ruhe bewahren, sage ich jetzt mal. Wie schwer fällt dir das oft bei solchen Situationen, wie jetzt hier zum Beispiel, wenn so ein spätes Gegentor kommt? Und Das fällt häufig sehr, sehr schwer. Also ich leide da doch an der Linie immer recht stark mit, gehe da auch recht emotional mit. Und ja, ich glaube, wir haben einfach alle so
eine enge Beziehung dadurch, dass man auch so viel Zeit miteinander verbringt. Und da ist der Leidensdruck dann an der Seitenlinie natürlich extrem hoch, aber auf der anderen Seite auch die Freude extrem hoch, wenn dann 2-3 Minuten später dann der Ausgleich fällt. Und dann findet man sich doch manchmal 10 Sekunden nach dem Treffer an ganz anderen Orten im Stadion wieder, auf dem Platz wieder, als man vorher dann saß. Und dementsprechend ist das Mitfiebern garantiert. Noch eine Frage so zur Kommunikation, weil du wirst ja dann während dem Spiel wahrscheinlich davon Abstand nehmen, zum Beispiel den Trainer voll zu quatschen, ist ja klar. Suchst du dir dann jemanden, der auch, keine Ahnung, Lennart Bartling oder so, jemand, mit dem du dich dann mal austauschst, damit man dann vielleicht irgendwelche anderen nicht stört, oder spricht man auch mit den Ersatzspielern? Wie läuft das so, die Kommunikation, was dich betrifft, während dem Spiel auf der Bank? Ja, ich habe da eigentlich, ich sitze meistens links neben der Bank und habe in Mario Richter, in unserem Zeugwart, da eigentlich mein Ventil gefunden. häufig sitzt auch bei den Heimspielen dann noch mal Julius in der zweiten Hälfte neben mir, Julius ohne Sorge. Wir fachsimpeln dann manchmal, versuchen aber den Trainer in Ruhe zu lassen, und wenn wir dann mal einen Kommentar auch etwas lauter ins oder aufs Spielfeld geben, dann ist es eher Motivation an die Spieler und irgendwie dann doch zu pushen und seinen Einfluss zu nehmen in kleinem Maße. Hast du ihn schon mal gehört, Flo, von draußen? Ha, ich glaube, René eher seltener tatsächlich. Ich glaube, Mario daneben ist schon deutlich lauter mit seinem Organ. Kann ich nicht abstreiten. Ja. Sag du ruhig, wie du es dann erlebt hast, auch noch. Gegentor sehr spät, vom Zeitpunkt bitter, weil dann hast du relativ wenig Zeit, um zurückzukommen. Also war schon ein richtiger Nackenschlag, muss man sagen, weil wir bis dann eigentlich 80 Minuten alles gegeben haben, um unser Tor zu verteidigen, und dann kriegst du eher schon ein relativ billiges Tor. Einfach langer Ball nach Standard. Und ja, das tut schon extrem weh, aber ich glaube, wir haben dann auch nicht so lange den Kopf in den Sand gesteckt, sondern kamen eigentlich relativ gut zurück, und dann 1-1 war dann schon auch wieder sehr erlösend. Mhm. Kurzzeitig war dann schon klare Ansage auf dem Platz, hatte ich so das Gefühl. Weil klar, es war ein Tor, wo man auch einige Sachen anmerken konnte, die halt falsch gelaufen sind. Aber dann habt ihr es ja echt geschafft, den Fokus direkt wieder auf. Ja, ich glaube, Eule war ja auf dem Feld, Heidi war auf dem Feld. Die haben die Jungs dann schon auch wieder nach vorne gepeitscht. Und ich glaube, wir hatten dann schon auch wieder schnell reagiert nach dem 0-1. Und ja, auch so unsere Möglichkeiten arbeitet. Das Tor fällt dann ja auch ein bisschen glücklich raus, irgendwie ein bisschen erkämpft, aber so muss dann halt auch mal sein. Das ist gerade angesprochen, die Führungsspieler, von denen man immer auch von außen so spricht. Ist es auch für, du bist 22, für so einen noch jungen Spieler auch jemand, an dem, wo man die Orientierung dann sucht in diesen Momenten? Ja, schon. Also ich glaube, klar, neben mir stand jetzt meistens war es Trapo noch letztes Jahr oder dann auch Eule. Das sind ja schon Spieler, zu denen du aufschaust, wo du auch die vier Reden, so, das gibt schon Halt und Stabilität auch. Und dann beim Tor, kann man ja ruhig auch sagen, warst du auch mitbeteiligt in der Einleitung, Flanke auf die andere Seite rüber, und dann ging es hintenrum wieder rein und ins Tor. Hast du da jemand gesehen in der Mitte, oder war das einfach so? Ich habe gesehen, Heidi läuft ein, und Heidi wollte eigentlich auch den Ball. Da habe ich eigentlich Heidi gesucht, ich glaube, es ist ein bisschen zu lang. Ich glaube, Janis geht noch hoch zum Kopf, oder Leo war es. Rutscht dann durch, Omar schnappt sich den zweiten Ball. Ich glaube, einfach wichtig, dass wir da viele Leute dann um die Box rum hatten. Dass wir dann so einen Ball, wenn er zu weit kommt, dass der Ball immer noch in unserer Reihe ist. Und ja, dadurch kann Robby auch wieder den Ball ins Zentrum spielen. Wir haben relativ viele Spieler wieder im Strafraum, und so erzwingen wir dann quasi das Tor. Benni, das hat der Trainer, glaube ich, gestern auch bei dir im Gespräch im Nachgefragt erzählt, ne? Dass man die Wahrscheinlichkeit so erhöht, dass man ein Tor erzielt, wenn man mehr Leute dort hat in gefährlicher Position. Ja, ich glaube, es ist schon noch auch ein großer Punkt bei uns, also dass wir das einfach noch häufiger schaffen. Es gab noch, glaube ich, sehr, sehr viele Szenen, wo wir einfach mehr Leute in den Strafraum bringen müssen, wo wir außen noch mehr mitlaufen müssen oder dann aus dem Zentrum noch tief starten können, dass wir da noch einfach mutiger werden, ohne dass wir dann in der Restabsicherung oder Kontersicherung zu risikohaft werden. Deswegen, das müssen wir einfach noch mehr abschätzen und noch besser einschätzen können. Ja, genau, so hat er es auch gesagt, so die Balance hat er als Wort benutzt. Genau. Ne? Also er hat es so beschrieben, dass es gegen Oldenburg vielleicht eher sowas, dass dann vielleicht zu viele Leute nach vorne gerannt sind und irgendwie die Ordnung aufgegeben haben, gerade halt mit der 3-1-Führung im Rücken. Ja. Und jetzt waren es vielleicht ab und zu mal 1-2 zu wenig. Mhm. Ich glaube, das kommt dann aber auch mit der Zeit, und es sind einfach Mechanismen, die vielleicht noch nicht so greifen, aber die kommen werden.
Ja, ja, zumal man ja dann vielleicht auch nach so einem Spiel echt auch erstmal wahrscheinlich sagt, also nach dem Oldenburg-Spiel, ja, okay, jetzt machen wir mal erstmal ein bisschen langsam, was das angeht und gucken, ja, dass die Stabilität halt hinten passt, dass man dann jetzt die Sicherheit auch bekommt, um von da halt wieder aufzubauen. Ja. Also so hat das ein bisschen beschrieben und dann, klar, ich meine, jetzt könnte man sagen, so rennt einfach alle in 16er, dann sind da viele, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zufällig. Ja, ich glaube, die Qualität bei Freiburg ist ja schon auch so hoch, wenn sie dann den Ball haben, die können auch gut umschalten, die haben viel hohe individuelle Qualität. Ja, deswegen muss man da schon immer abwägen, wie hoch man ins Risiko gehen kann. Freiburg war mit die weiteste Auswärtsreise. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es tatsächlich die alle 1860 könnte ähnlich sein, aber auf jeden Fall ist es ein langer Trip. Ja. Wie wichtig ist denn dann, dass da so an- und abreisetechnisch alles funktioniert? Wobei man sicherlich dann nach so einer Zeit, ja, das zweite Teil der Frage, also das ist so eine Strapazenanreise, 7 Stunden am Tag vorher, kann man das komplett abschütteln oder merkt man das dann schon auf dem Platz, dass es ein spezielles Auswärtsspiel ist? Nee, ich glaube, dann auf dem Platz merkt man das nicht. Ich glaube, die Bedingungen sind dann schon bei uns so gut, dass man das spätestens dann bis zum Spiel abgeschüttelt hat. Ich glaube, wir sind schon 19 Uhr in Freiburg angekommen oder 18 Uhr. Also ich glaube, da hat man auch relativ lange Zeit, sich noch ins Bett zu legen, ein bisschen zu erholen, am nächsten Morgen irgendwie Spaziergang, am Abend noch einen Spaziergang. So, das kriegst du schon aus dem Bein raus. Okay. 18 Uhr war der da. Ihr habt, glaube ich, René, so eine Doppelanreise gemacht. Erst erst Bus nach Kassel-Wilhelmshöhe und dann mit dem Zug weiter. Warum macht ihr das? Ja, wir müssen immer ein bisschen die Balance finden zwischen dem finanziellen Aufwand und den finanziellen Möglichkeiten und dann dem sportlichen Ertrag daraus. Dementsprechend haben wir da versucht, einfach eine Lösung zu finden, da wir nicht fliegen können, die ja vielleicht ein bisschen Kreativität erfordert und haben uns dann dazu entschieden, erstmal in die Richtung schon zu fahren, nach Kassel. Aus Kassel fährt dann die Bahn direkt nach Freiburg, wir müssen dann nicht mehr umsteigen, haben dadurch dann sozusagen zwei kleine Etappen, können am Bahnhof nochmal kurz die Beine vertreten und ich glaube, dadurch kommt es einem auch nicht so lange vor, dass die ja, Fahrt da ein bisschen gesplittet ist und haben dadurch dann, glaube ich, wenn wir in der Bahnsprache bleiben, die Weichen für eine gute Auswärtsfahrt gestellt. Sehr gut. Ja, aber gut, dass du es auch nochmal ansprichst, kann man ja auch ruhig mal sagen, es gibt ja schon Mannschaften, die auch in der dritten Liga das Flugzeug benutzen. Also ich weiß es jetzt vom FC Ingolstadt zum Beispiel, die sind ja mit dem Flieger hier hingekommen, meine ich sogar am selben Tag angereist und dann nachts wieder zurück, ne? Genau, von 1860 München weiß ich das auch, dass die hin und wieder mal fliegen. Aber ich glaube, da muss man ja auch ein bisschen demütig bleiben. Wir sind der VfL Osnabrück, wir spielen in der dritten Liga und ich glaube, wie Flo es sagt, wenn man da ja ein wenig kreativ ist, finden sich auch andere Möglichkeiten, um eine professionelle Anfahrt zu gewährleisten. Und Flo, wie ist das so? Bahnfahren ist ja eigentlich auch ein bisschen, hat man auch ein bisschen mehr Beinfreiheit als im Flieger. Ist das für euch auch angenehmer oder? Ja, ich finde Zugfahren allgemein sehr angenehm. Also ich fahre ja eh oft mit dem ICE oder was heißt oft, aber ab und zu dann in die Heimat. Deswegen, ja, ich finde Zugfahren ganz angenehm. Ich glaube, die Deutsche Bahn könnte das WLAN ein bisschen verbessern. Dann wär das, haben wir auch festgestellt. Dann hätte man an so einem Samstagnachmittag irgendwie noch angenehmer Bundesliga schauen können und alles drumherum. Aber sonst, ja, und vor allem, wir sitzen ja dann alle zusammen irgendwie und kann man sich auch gut unterhalten. Also das passt schon. Und apropos Heimat, das ist ja die Strecke, ja, die du sonst auch fährst Richtung Freiburg. Ja, also war dir bekannt. Relativ ähnlich, also auf jeden Fall im Süden. Waren denn Leute von dir da? Mhm. Ja, mein Vater, mein Bruder und ein Cousin war da. Von mir persönlich nicht, du zeigst gerade auf, ich bin. Nee, du wolltest was sagen, glaube ich, weil ich dich unterbrochen habe oder habe ich mich da getäuscht? Nein, das passte, aber da, wo du mich jetzt dann angesprochen hast, das ist dann natürlich auch ein Teil meiner Aufgaben, wenn die Spieler Tickets kommen von René. Okay. dass die Spieler sich dann vorher bei mir melden, beziehungsweise ich dann proaktiv auf die Spieler zugehe, sage, wir haben ein kleines Kontingent, falls ihr Ticket braucht. Ich weiß ja, bei bestimmten Spielen wie zum Beispiel Freiburg, da, das ist dann die Ecke von Felix, von Flo, da reserviere ich dann immer schon ein paar Karten für die, weil es natürlich auch schön ist und auch für die Spieler ein schönes Gefühl ist, wenn die wissen, okay, unsere Familien sitzen auf der Tribüne und geben dann vielleicht auch im Spiel ein gutes Gefühl.
Beschreib doch ruhig mal, wie so eine Organisation von so einem Auswärtsspiel für dich dann so aussieht. Also wann geht das los? Ist das in dem Moment, wo dann die Terminierung exakt steht, dass man dann direkt guckt, so okay, wir brauchen ein Hotel, wir müssen gucken, Zeitslots, wann hin, wann zurück. Inwiefern spielt dann auch das Feedback mit dem Trainer eine Rolle, weil der vielleicht auch Vorstellungen hat? Wie läuft das? Ja, also es beginnt eigentlich tatsächlich schon, wenn der Rahmenterminkalender rauskommt, dann weiß man, an welchem Wochenende ist man in welchen Städten. Und da wir in der letzten Saison ja auch schon in der dritten Liga gespielt haben, sich einige Hotels und Standorte dann wiederholen, dann plant man schon, fragt man schon die Hotels an, reserviert und blockt die Hotels. Und sobald dann die Terminierung rauskommt, dann geht's dann ins Detail. Sicherlich ist an manchen Standorten das auch nicht immer ganz so leicht, weil einfach die Hotels vielleicht nicht die Anforderungen haben oder den Anforderungen entsprechen, die wir uns dann vorstellen, vielleicht an kleineren Orten. Oder ist es wie zum Beispiel in Bayreuth, sind die Bayreuther Filmfestspiele zum gleichen Zeitpunkt gewesen, wo dann die Preise extrem hoch sind, wo man dann vielleicht ein bisschen kreativ wieder werden muss und ins Umland geht. Und da ist dann sicherlich auch die Absprache mit dem Trainer ein entscheidender Punkt, wo man dann sagt, Trainer, pass auf, wir haben jetzt hier nicht in 15 oder 20 Minuten Entfernung ein Hotel, sondern das ist dann vielleicht doch eher 40 Minuten Fahrt. Ich kann dir aber versichern, das hat einen hervorragenden Standard, hat super Möglichkeiten und ist es dir das wert, dass wir jetzt vielleicht an 40 Minuten fahren, weil das andere passt vielleicht nicht ins Budget. Mhm. Und da ist einfach ist ein enger Draht, eine enge Absprache auch mit dem Trainer von Vorteil und wichtig. Und Bayreuth-Wagner-Festspiele, da muss man auch sagen, da ist natürlich auch wirklich alles dicht. Das ist ja dann auch fast gar nicht möglich, da irgendwie was zu finden. Ne? Also wir waren selbst auch nicht da. Ne? Du bist halt aus Bamberg gekommen, ich habe in Nürnberg übernachtet. Also wir haben es dann so organisiert, weil wir es auch gemerkt haben. Ja, es ist ein Wahnsinn. Auch wenn du da die Kapazitäten in einem Hotel gefunden hast, dann waren die Preise derart hoch, dass du sagst, okay, das ist dann schon frech. Deswegen sind wir dann ins Umland gegangen, hatten da auch ein gutes Hotel und waren dann auch zufrieden. Aber ja, nochmal auf deine Frage einzugehen. Es ist nicht nur die Hotelbuchung, die dann in meinem Job bei so einem Spieltag oder Spieltagsvorbereitung anfällt, sondern auch die ganz normale Spieltagsvorbereitung, auch die Absprache mit den gegnerischen Mannschaften, mit den Spieltags- und Organisationsleitern der verschiedenen Mannschaften, weil natürlich wir auch mit unserem Bus kommen, mit privat anreisenden Personen wie Amir, die dann auch ihre Zugänge benötigen, Parkplätze benötigen. Ich spreche mit den Dienstleistern, mit Catering-Unternehmen, mit der Polizei. Das sind ja mehrere Schnittstellen, die man da dann abklappern muss und das dann Woche für Woche beziehungsweise alle zwei Wochen. Bei den Heimspielen ist es dann doch eher etwas eingespielter. Man hat da einfach schon so einen gewissen Katalog, den man dann abarbeitet, seine To-Dos. Und jetzt mittlerweile in der dritten Saison ist da auch eine gewisse Routine in den Abläufen drin. Aber gab es schon mal so Situationen, wo du quasi in so ein Hotel reingekommen bist und dachtest, oha, das könnte jetzt auch vielleicht ein bisschen schwierig werden. Tatsächlich ist es so, dass ich... Kein Hotel angreifen. Ich muss ja keinen Namen nennen. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich mir im Vorwege schon versuche, mal ein umfassendes Bild zu machen, dass ich auch mit den Hotels persönlich spreche, telefoniere. Ja, alles in den Hotels dann doch irgendwie immer auf dem gleichen Standard zu halten. Aber... ja, es gibt da Hotels, da ist man dann doch überrascht, weil die Bilder im Internet dann doch nicht der Wahrheit entsprechen oder vielleicht von dem einsanierten und restaurierten Zimmer das Bild bei Booking drin ist. Und dann wundert man sich doch schon. Aber ich glaube, ich gucke mal so ein bisschen zu Flo, ansonsten sind die Hotels doch immer ganz gut. Ja, ich glaube, ja, ist echt immer, muss man sagen, macht da echt gute Arbeit. Also wir können uns... sehr, sehr selten gibt es mal irgendwie, dass man sich beklagt, aber ist echt in der Regel, macht René einen sehr, sehr guten Job, was die Hotelauswahl betrifft. Wohl gut investierte 50 Euro in Voraus und Flo. Sehr, sehr gut. Aber gut, ich meine, das ist ja auch, das ist passiert halt, ne? Also du müsstest ja sonst rein theoretisch jedes Mal vorher selber hinfahren und dann auch dir ein Zimmer buchen und dann auch wieder hoffen, dass du nicht das erwischt, was bei Booking drin ist, weil sonst hast du auch nichts gewonnen durch die Vorortrecherche. Aber das gibt's natürlich, dass man dann mal irgendwo landet, wo man sich dann schon denkt, so, okay, da gehen wir halt vielleicht nächstes Mal nimmer hin, oder? Ja, ich mache mir nach jedem Spieltag, Auswärtsspieltag, schreibe ich mir ein paar Notizen zu dem Hotel, Preis, Anfahrt, Zimmer,
einfach so für mich persönlich so einen Überblick zu haben, auch für die nächste Saison, um dann zu wissen, okay, wenn wir wieder in das Hotel gehen, wo könnte man nochmal ein paar Stellschrauben drehen, um das zu verbessern, oder was war gut, und dementsprechend versuchen wir das eigentlich schon, oder versuche ich das eigentlich schon immer dem vorzubeugen, aber du hast recht, die zeitlichen Ressourcen sind nicht da, um im Vorwege einmal vielleicht nach München oder Freiburg zu fahren, um sich das Hotel anzugucken. Da verlässt man sich dann auf seine Intuition oder auch auf die Absprache mit anderen Teammanagern, wo man fragt, okay, wie war das Hotel? Ich möchte aber auch trotzdem nochmal sagen, dass der Job dann auch immer noch ein bisschen mehr ist als nur die Hotelbuchung, über die auf wir jetzt Fall. Viel sprechen. Aber es ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil, klar. Und da geht es ja auch nicht nur um die Zimmer oder dass jetzt das WLAN passt, sondern habt ja auch andere Anforderungen, nämlich braucht ihr einen Besprechungsraum. Du bist ja wahrscheinlich dann auch dafür verantwortlich, wenn ihr zum Beispiel unterwegs nochmal trainiert. Das macht ihr ja auch hin und wieder, ne? Dass ihr irgendwie Trainingsplätze sucht am Standort selbst oder auch unterwegs. Ist auch manchmal herausfordernd, sicherlich. Ja, genau. Also wenn wir ein Abendspiel haben, dann aktivieren wir morgens, dann hört man sich um in der Region, okay, wo ist ein guter Platz? Und das ist dann auch eine Aufgabe. Es liegt dann an mir, welches Essen auf dem Tisch steht. Das sind alles so Dinge, die laufen dann im Hintergrund, und das ist auch in Ordnung, dass dann die Spieler manchmal gar nichts von mitbekommen und da einfach ankommen und sich bestmöglich auf das Spiel vorbereiten können. Aber kommen die auch manchmal auf dich zu und sagen, Grießbrei gab es aber schon lange nicht mehr oder immer die Nudeln? Boah, ich glaube, René muss sich schon sehr, sehr viel anhören von uns. Ja. Also kannst du ja bestätigen, braucht man manchmal ein dickes Fell? Ja, ich glaube, also. Das stimmt, aber ich versuche das auch bestmöglichst anzunehmen. Also bei mir geht es nicht rechts rein und links raus. Der versucht das eigentlich schon anzunehmen und dann für beim nächsten Mal besser zu machen, wenn es denn irgendwas ist, was dann wieder stört, wenn es der gleiche Milchreis war. Aber Flo sieht auch ein bisschen so aus, als würdet ihr ihn auch manchmal vielleicht mit aufziehen, mit manchen Sachen. Ja, ich glaube, gab schon viel, viel Themen, wo wir dann einfach, weil wir wissen, dass es René auch ein bisschen nervt, dann, wo wir dann vielleicht nochmal extra in die Wunde reindrücken und er sich dann nochmal einen Spruch von der Mannschaft anhören muss. Aber ich glaube, wir wissen auch, dass René das abkann, und er kann das auch mit einer gewissen Art von Humor aufnehmen. Absolut. Ich glaube, das ist die Ebene, auf der wir uns unterhalten, auf der wir kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, vielleicht an meinem Alter. Ich bin mit 27 dann doch noch recht jung. Ich glaube, es ist der Vorteil, dass ich da auf einer Wellenlänge mit den Jungs bin. Aber auf der anderen Seite auch in gewissen Momenten dann doch vielleicht auch mal ein bisschen mich da abgrenze und ein bisschen seriöser bin. Und da so ein bisschen das Gleichgewicht zu halten, das ist dann, denke ich, die Kunst. Was sind so die größten Wünsche, die am häufigsten kommen? Ja, tatsächlich der größte Wunsch, der kommt, glaube ich, gar nicht immer von den Spielern, sondern eher dann aus dem Funktionsteam, was das Dessert betrifft. Ach, das weiß man. Dass dann häufig zu wenig Zucker da vorhanden ist beim Buffet. Aber ansonsten, ist es meistens dann vielleicht mal ein Zimmerwunsch, dass das eine Bett nicht auseinandersteht, sondern vielleicht dann doch zusammengeschoben ist, weil die einen oder anderen dann vielleicht in der Nacht gerne kuscheln, dann noch ein bisschen mehr Liegefläche brauchen. Das ist auf jeden Fall, zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, aber ist auch in Ordnung. Ich bin da immer offen für alle Anmerkungen. Habt ihr da eigentlich eine feste Zimmeraufteilung, Flo? Also hast du immer einen festen Zimmerpartner oder habt ihr da ein Rotationssystem? Ich glaube, am Anfang der Saison, dadurch, dass sich der Kader auch noch oft gewechselt hat, gab es schon noch eine gewisse Rotation. Aber ich glaube, bei mir und Lukas Kunz hat sich das jetzt gut eingependelt. Und René weiß das, glaube ich, auch schon, wen er mit wem ins Zimmer steckt und wen nicht. Richtig, genau. Ach, das machst du? Weil bei Daniel Thune zum Beispiel war es, glaube ich, so, da hat er das mal bestimmt. Also da warst du jetzt noch gar nicht da, glaube ich. Aber genau, es war vor meiner Zeit. Mhm. Es kann auch sein, es gibt auch bestimmt Trainer, die sagen, ich möchte das vorgeben, und dann ist das auch in Ordnung. Weil ich glaube, ich kannte das auch schon so, dass ab und zu mal Trainer gesagt haben, sie wollen irgendwie fürs Teamgefüge, dass jeder mal mit jedem ins Zimmer geht. Aber nee, ist gut so. Genau, ja, deswegen bin ich da eigentlich offen für die Wünsche der Jungs, mit wem sie auf dem Zimmer schlafen, weil letztendlich führt das ja auch dazu, dass sie sich wohlfühlen, dass sie vielleicht nochmal ein gutes Gespräch haben am Abend oder einfach wissen, okay, ich kann mit dem gut. Und ich glaube, das
ist dann auch Bestandteil einer guten Vorbereitung auf das Spiel. Ja, es hat was mit Wohlfühlatmosphäre zu tun, ne? Dass es passt. Genau. Also ich stelle mir jetzt auch so vor, wenn ich jetzt mit also so eine Fußballmannschaft, Gruppe von 20 Leuten dann so auf einer Auswärtsfahrt allein die Jungs, die halt spielen können, ne? Und wenn ich dann bei 20 Leuten hast du bestimmt auch einen dabei, mit dem man sich halt jetzt nicht so eng und wenn man nicht so eng ist im Alltag wie halt mit anderen, ne? Und wenn man dann mit dem auf dem Zimmer ist und dann hast du kein Gespräch abends und es ist irgendwie von der Atmosphäre nicht so geil. Hattest du das sowas schon mal, Flo, irgendwie in deinem Lauf deiner Karriere? Tatsächlich noch nicht. Also ich war ja davor ja auch in der zweiten Mannschaft, sind auch viele junge Spieler, mit denen verstehst du dich eigentlich eh, also hast du eh irgendwie immer einen Draht und nee, jetzt hier auch, ich glaube, wir haben in der Mannschaft allgemein ein sehr, sehr enges Verhältnis und klar gibt's, wie du sagst, bei 20 Charakteren, da gibt's immer mal mehr, mit denen man mehr irgendwie Berührungspunkte hat und mit manchen weniger. Aber ich glaube, ich war immer meistens mit Luki, Lukas Kunz oder Felix Siegel dann auf dem Zimmer, das passt schon sehr gut, also fühle ich mich sehr wohl. Gibt es ja noch immer so die Fraktionen, so die einen, ich sag mal, haben Playstation dabei, die nächsten lieber Karten und so? Ich glaube, wir sind allgemein eher Teamkarten. Team Playstation wäre, glaube ich, auch nicht so gern gesehen im Trainerteam. Also die führt dann nicht mit. Ist das so? Okay. Also nee, ich glaube, das ist auch nicht förderlich. Ich glaube, wenn man dann am Abend noch bis 24 Uhr oder noch später Playstation spielt, also die kommt nicht mit, die Playstation. Aber im Bus, da wird dann öfter mal Wizard und so andere Gesellschaftsspiele gespielt. Mhm. René, musst du da auch manchmal was vorhalten? Ja, Flo? Also ich habe gehört, ich weiß gar nicht, gegen wen war das denn? Da bin ich nicht mitgefahren. Ich überlege gerade, wo das war. War das Wiesbaden? Ich glaube Wiesbaden. Ah, Wiesbaden. Auf der Rückfahrt habe ich gehört, René Flegel ist mitunter der schlechteste Wizard-Spieler, der je im Bus gesichtet wurde. Das ist eine große Lüge. Ich wollte nach dem Unentschieden eigentlich nur die Spieler ein bisschen aufmuntern, dass sie wieder bisschen Erfolgserlebnisse haben. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die man hat, dann einfach mal sein Ego nach hinten zu stellen und sagen, okay, ich hole mir jetzt mal nicht den Trumpf und gebe dann einfach ein gutes Gefühl. Sehr gut, du hast es ja gesagt vorhin. Also breite Aufgabenpalette, wirklich mehr als die Hotelbuchung. Du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast, hast du auch erzählt, dass es ganz andere Sachen gibt, dann auch ihr am Standort Osnabrück, ne? Wohnungssuche habe ich jetzt noch so als Stichwort auch im Kopf. Hast du da auch dem Trainer geholfen eigentlich? Also der muss ja auch jetzt neu gekommen, man muss ja wahrscheinlich auch irgendwo unterkommen jetzt erstmal hier, ne? Ja, genau. Dem Trainer habe ich auch eine Wohnung da vermittelt. Das ist unter anderem eine Aufgabe, dass das Onboarding der Spieler oder auch Trainer, wenn die neu nach Osnabrück kommen. Ich glaube, es ist da wichtig, mögliche Fragen oder Probleme zu antizipieren, indem man sagt, okay, wenn jemand neu nach Osnabrück kommt, was sind Dinge, die ihn beschäftigen? Das ist dann unter anderem Wohnungssuche, ist dann auch der Ablauf der ersten Trainingswoche. Wo komme ich unter? In welchem Hotel? Wie läuft der Medizincheck ab? Man muss sich in der Stadt anmelden oder vielleicht dann ein Umzugsunternehmen organisieren. Das sind alles Sachen, die versuche ich im Vorwege vorzubereiten, sodass wenn die Spieler kommen und ich habe da meistens den meisten Kontakt erstmal, dass die sich direkt wohlfühlen, dass sie sich direkt gut aufgehoben fühlen und auch merken, okay, beim VfL Osnabrück im Rahmen der infrastrukturellen Möglichkeiten läuft es sehr professionell ab, damit sie auch wissen, okay, ich bin hier an der richtigen Adresse, ich kann mich hier direkt auf den Sport konzentrieren und dieses Gefühl versuche ich dann auch zu vermitteln. Ja, ich glaube, ich kann das auch nur bestätigen. Also für mich war das auch das erste Mal von zu Hause weg. Und ich glaube, da ist man einfach sehr, sehr dankbar, wenn man dann irgendwie so einen Kontakt hat wie René, der von der Ankunft, wo ich das erste Mal in Osnabrück angekommen bin, also direkt aufgenommen und alles besprochen. So, man wusste, wo es hingeht, was man macht, Wohnungssuche, anmelden in der Stadt, irgendwie alles, was auch hilft, wenn man das erste Mal von zu Hause weg ist oder auch, auch wenn man neu in so eine Mannschaft reinkommt, ist ja auch ist ja auch was Besonderes und da muss man sagen, macht René den Einstieg schon sehr leicht, also dass man sich den Kopf dann trotzdem irgendwie auf den Fußball richten kann. Ist das gerade am Anfang dann der Saison so, dass du da 24 Stunden rund um die Uhr oder ist es sowieso immer so? Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man den Job interpretiert. Also ich versuche es ehrlicherweise dann schon so, dass ich immer ansprechbar bin, immer ein offenes Ohr habe.
Aber klar, am Anfang der Saison, gerade in der Sommervorbereitung oder auch in der Wintervorbereitung, wenn dann das Transferfenster geöffnet ist, dann ist es doch sehr intensiv, weil auch viele Dinge dann parallel laufen. Es kommen natürlich die neuen Spieler, aber das aktuelle Tagesgeschäft, sage ich mal, das läuft ja trotzdem weiter. Man plant eine Sommervorbereitung, wo dann die Planung von Freundschaftsspielen, von Trainingslagern auch meine Aufgabe ist. Genau, und da versuche ich einfach, ja, einen guten Rahmen organisatorisch und kommunikativ herzustellen, in dem sich alle bewegen und dann der Fokus einfach auf den sportlichen, ja, auf der sportlichen Leistung, auf der Arbeit und auf dem Platz und auf dem Training liegen kann. Mhm. Ja, sportlicher Fokus, ein ganz gutes Stichwort vielleicht für unseren kleinen nächsten Themenblock. Wir führen mal ein kleines Telefongespräch mit Blick auf die nächste sportliche Aufgabe von euch. Landespokal ist angesagt beim VfV Hildesheim. Danke. Benjamin Kraus, Neue Osnabrücker Zeitung, Sportredaktion am Telefon. Hallo, Herr Salge. Ja, hallo, schönen guten Tag. Sie sind live zugeschaltet im Podcast Brückengeflüster der Sportredaktion der NOZ zum VfL Osnabrück. Es hören zu meine Kollegin Susanne Vetter, Fußballer Florian Kleinhansel, der am Mittwoch bei Ihnen auf dem Feld mitstehen wird, und Teammanager René Flägel. Wir fangen gerade an, über VfL Borussia 06 Hildesheim zu sprechen, wollen aber auch unseren Zuhörern ein bisschen nahebringen, was das für ein Gegner ist, auf den der VfL Osnabrück da gerade trifft. Erzählen Sie doch einfach mal so ein bisschen, welchen Stellenwert hat denn für Ihren Verein das Spiel jetzt gegen den VfL Osnabrück und was rechnen Sie sich aus? Weil in der Regionalliga läuft es ja bis jetzt sehr gut. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!